Ich habe schon einiges an Fortbildungen gemacht. Ich kenne viele Trainer oder also einige. Ich kenne kaum einen Trainer, der so kompetent die Dinge rüberbringt. Mein Name ist Karen Spiegel und ich arbeite schon seit ein paar Jahren als Coach und bin zum IPE gekommen durch eine Empfehlung natürlich, durch einen anderen Coach, der schon lange mit diesen Methoden arbeitet. Und habe mir gedacht, das ist genau das, was meinen Werkzeugkasten ergänzt und was ich noch in meiner Sammlung gerne hätte und meinen Klienten gerne weitergeben möchte. Für mich ist es eine Voraussetzung, mit diesen Methoden zu arbeiten, indem ich sie zuerst an mir erfahren habe. Weil sonst weiß ich nicht genau, wann ich sie einsetze und wie sie wirken. Von daher gefällt mir diese Arbeit total gut oder diese Aufbereitung der Inhalte, so wie er das macht, weil es gleich sozusagen, du kannst es gleich am eigenen Körper erfahren und spüren, was für einen Unterschied es bringt. Und demnach kann ich es natürlich viel besser einsetzen für die Klienten, die zu mir kommen. Und ich weiß, wie es ihnen nachher geht. Das ist ein riesengroßer Vorteil. EFT, das habe ich angewandt, hatte auch schon ganz tolle Erfolge, weil natürlich die Kinder durch dieses häufige Wiederholen können sie es natürlich dann auch selber. Ja? Wenn man es eine halbe Stunde mit den Kindern macht, sie fühlen sich gut danach, können sie es natürlich auch jederzeit zu Hause selber machen. So dieses Hilf mir es selbst zu tun, also Maria Montessori, das mag ich immer gerne dabei. Auch nach einer bestimmten Zeit einfach eine Unabhängigkeit darzustellen. Nicht, dass jedes Kind immer wieder zu mir kommen muss, sondern es wirklich 4 bis 6 Termine reichen und dann sind die Kinder so gestärkt, dass sie bestimmte Dinge auch einfach selber anwenden können und sowieso schon mal einen anderen State haben. Also jeden Tag, den ich hier angekommen bin, freue ich mich, dass es wieder ein Tag ist, wo ich neue Sachen lerne und wo ich einfach in dieser Atmosphäre lernen darf, die ich als sehr entspannend empfinde. Und ich habe noch nicht einen Seminartag gehabt, wo ich am Ende gedacht habe, oh, war das anstrengend, weil es einfach so leicht geht. Also ja, das ist wahrscheinlich dieses Alpha-Learning auch schon gleich angewandt und ich finde das einen unheimlich entspannenden Rahmen. Ja.